Ja, super! Ja. Meine Strumpfhose ist nass! Die Schuhe von Kathi sind auch nass! Es war furchtbar! Mach ich nie wieder! Hallo ihr Lieben! Hallöchen! Ich bin mit mir und herzlich willkommen zu einer neuen Challenge! Ey, wenn ich das sehe, habe ich keine Lust mehr! Ach, jetzt komm noch! Also, die Challenge heißt heute Barfuß ja. Versus Sneaker versus High Heels! Ach Claudio, du hast es sicher vermisst. Wir haben uns beide verletzt, das weißt du. Verletzt, verschmetzt, das war nicht so schlimm. Und das war ja nicht ist schon alles Schuhen. Wieder verheilt, oder? Ja. Das war nicht auf den Schuhen, das war auf den anderen. Die haben wir aber gar nicht hier. Außerdem sind das meine. Ja, ja, das sind deine und das sind Daniel und meine. Okay. Also, wir haben die gleiche Schuhgröße, wir teilen uns immer die Schuhe. Ja. Kathi und ich haben, glaube ich, auch die gleiche Klamottengröße. Wir könnten theoretisch unseren kompletten Kleiderschrank Wir sind auch, glaube ich, fast gleich groß. Ja, ne? Wir sind ziemlich genau gleich groß. So, und hier sind Aufgaben, oder? Genau. Warum verdrehst du die Augen? Ich bin dann. Du kannst auch gehen! Okay, ich ziehe eine Aufgabe. Du kannst auch gehen! Ja. Hier ist eine Aufgabe für uns. Und die Aufgabe heißt... Fuß im Hobbyspool halten. Hä? Okay. Oh, nee. Oben, unten oder Mitte? Mitte. Danja? Oben. Und Claudio kriegt unten. 3, 2, 1. Oh, Sneaker. Ich hab Barfuß. Ich darf das in High Heels. Du darfst auch deine Socken anlassen. Ich Barfuß ist bei uns heute mit Socken. Na, dann rück mal die High Heels rüber, Kathi. Ich mag keine Obese-Bären. Also ich mag sie, aber ich mag es nicht anfassen, weil die so eklig sind. Ja, du musst sie ja nicht anfassen, du musst ja nur deinen Fuß reinhalten. Ich fang einfach mal an, da vorne steht nämlich schon der Pool. Ich darf ja hier mit Schuhen rein. Ich hoffe mal, ja. Ja, und jetzt verstehst du, was ich sage. Ich mag Obese-Bären, aber nicht, wenn ich die Hand oder die Füße da reinhalten muss. Jo, das wurde hier auf einmal so richtig kalt, hier am Knöchel. So, Freunde, aber ich könnte meine coolen neuen Socken betrachten. Und zwar ist das Glumanda! Nein! Hier müssen wir wieder schauen. Glumanda, so, okay. Jetzt die Füße. Oh, Kathi. Ich mag Obese-Bären aber nicht. Und du hast voll lange Socken an. Stell mal vor, du hättest... Oh, ich muss sagen, das fühlt sich gut an. Das ist doch wie so ein Wellness. Ja, aber okay, jetzt werden die nass. Wellness, ja. Ja. Oh. Danke, Kathi. Was? Ich leide mir dir meine pinken Socken. Ja, vielen Dank. Du bist dran. Mit High Heels. Mit High Heels. Bitte lass das Glas heilen. Okay, ich mach das gracefully. Soll ich das Kleid, oder? Nein, ich schaff das schon. So, geschafft. Meine Strumpfhose ist nass. Die Schuhe von Kathi sind auch nass. Es war furchtbar. Mach ich nie wieder. Okay, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Du. Du, Kathi. Du warst das. So, Kathi. Okay, gut. Ich ziehe uns meine Aufgabe. So, und ich mische hier unten und dann kriege ich aber jetzt hoffentlich... Catwalk, oh. Ja, das kriegen wir doch alle hin, ja. Oder? Mhm. Und 3, 2, 1. Barfuß, High Heels. Sneaker. Okay. Ja, Kathi, hier, bitteschön, hast du einmal die nassen High Heels. Ich hoffe, ich rutsche nicht aus. Und dann geht's gleich auf dem Flur weiter. Ja. Ja, so fühlt es sich an, wenn ich einmal richtig groß bin. Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Du bist jetzt groß, aber du bist immer noch nicht so groß wie René. Niemand, egal welche Schuhe wir anziehen. Egal welche Schuhe wir anziehen, wir sind niemals so groß wie René. René! Gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes hier haben. Und zwar? Adopt Me Dance. Oh. Warum müssen wir eigentlich immer tanzen? Ich kann nicht tanzen! Du auch nicht tanzen! Das ist ein Tanzkanal! Tanz mit mir. 3, 2, 1. Ja! Ich hab wieder High Heels. Also ich hab Barfuß. Hä? Wir sind genau gleich. Was? Geblieben. Genau gleich. Ja, stimmt. Okay. Ich muss mich erst sammeln, meinen Körper spüren, damit ich gleich diesen äußerst schweren Tanz vorführen kann. Ja! Super! Ja! Ich leg nach. Claudio legt nach. Okay. Du bewegst ja deine Füße gar nicht, ja? Wundervoll! Claudio. Ja, war doch gut, oder? Das ist großartig. Danke, danke. Yes. Ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so gut mit Adopt Me aus, aber einen Tanz habe ich gelernt. Ja. Oh, das den habe ich für immer verinnerlicht.
Und tanzt sie abends einfach. Den tanze ich zu Hause. So zwei, drei Mal pro Woche tanze ich den schon. Na okay, doch nicht, weil sonst könnte ich das besser. Also. So ging das. Ja, mach weiter, mach weiter. Oh, ich habe eine Rose gefangen. Die ist in meine Hand geflogen. So, ich habe einen Zettel. Ja. Und auf dem Zettel steht Skateboard fahren. Okay. Kann gefährlich. Also hier würde ich jetzt ungern Barfuß bekommen, weil ich sonst auch. Reißt man nicht. Ich würde ungern High Heels bekommen. Und kleide du? Unten. Mitte. Okay, 3, 2, 1. High Heels. Barfuß. Ich habe Sneaker. Sehr gut. Also ihr habt untereinander getauscht jetzt gerade, ne? Ja. Also, bei Sneaker ist ich irgendwie immer noch bei... Hast du die drei Runden hintereinander High Heels bekommen? Ja. Irgendwie bin ich die geborene High Heels Läuferin. Ja. Sneaker sind ja einfach die Schuhe gemeint, die wir heute anhaben, ne? Ja. Gut. Denn ich habe meine Boots an. Ich starte einfach schon mal. So, ich bringe mir das hier noch mal ein bisschen in Position. Und ich sehe Quatsch schon fliegen. Vielleicht noch mal mit einem anderen Fuß. So. Wow! Nicht schlimm. Ich hab grad ein bisschen Angst gehabt und ich war nicht angehört. Weißt du was, Anne? Bleib bitte, ich komm zurück. Also ich probiere es. Jetzt ist die Frage, sind wir bessere Tänzer oder bessere Skateboardfahrer? Ich glaube Skateboardfahrer, definitiv. So, Daniel, jetzt bin ich schon mit dem Boots, ob sie das mit dem Boots hinbekommt. Warte, warte, Danja. Möchtest du vielleicht einen Helm? Ja. Ja, bitte. Setz bitte den Helm auf. Das ist besonders wichtig. Ich finde den so schön. Der ja, ist so cool, gut. Das ist der beste Helm. Den lassen wir so. So. Okay, nächste Aufgabe. Oh nein. Oh, oh, das kann ernsthaft werden. Oh nein. Auf Lego-Steinen laufen. Okay, wer möchte einen Zettel haben? Mitte. Mitte. Okay, oben. Mitte. Oben. Und 3, 2, 1. Hi, Sneaker. Ich hoffe, ich falle nicht um. Ich hab's erwischt, ich hab's erwischt. Freunde, ich hab mich schon mal auf den Kopf bekommen. Von wem? Ich kann mich nicht erinnern. Was? 100 Mystery Buttons? Ich kann mich nicht erinnern. Unfassbar. Ich kann ruhig anfangen mit Sneakern, ne? Beziehungsweise ja. Den Schuhen, die wir heute anhaben. Ist ja, das sieht ja ich hab's geschafft. Unschmerzhaft aus. Das war auch nicht besser. Ich gehe hier mal drüber, ohne hinzufallen. Oh, nicht schlecht. Das ist so dieser Walk bei Germany's Next Topmodel, der so seltsam ist. Letztes Jahr gab es da, glaube ich, so Popcorn mit so Öl und so. Das, Heidi, falls du noch eine Idee brauchst, nimm einfach hier die Lego-Steine, ist furchtbar. Aha, was, Gatti? Was hast du dir da für eine Challenge überlegt? Ich glaube, er würde einfach lieber über Glas. Aua, Gatti, das tut weh. Ja, los, ich möchte nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wisst ihr, wer das tut? Ja, oh, Claudio. Glumanda hat dich doch beschützt, oder? Ja, du bist so eine Jammertasche manchmal. Ich will nicht barfuß da drüber laufen sehen. Okay, kein Problem. Ich mach das jetzt und ich jammer weniger als du. Ich mach das jetzt. Ich zeig dir das jetzt, dass das geht, ohne darum zu jammern. Ja, mach das. Du schummelst. Wie soll ich denn schummeln? Du trägst immer Fuß, deshalb bist du daran gewöhnt. An was? Deine Füße sind daran gewöhnt. An was? Meine an die Schmerzen. Dani hat eine sehr dicke Haut an den Füßen. Ja. Ich kann einfach gut Schmerz ab. So. Okay, was haben wir hier? Nee, das ist langweilig. Ich würde sagen, eine coole Runde kommt noch. Ja. Parcours laufen. Ich möchte jetzt gerne ein Parcours laufen. So. Auf alles geht's. Klar. In der Zwischenzeit wurde draußen ein Parcours für uns vorbereitet und den laufen wir. Oben, unten oder Mitte? 3, 2, 1. Ich hab nochmal Sneaker. Ich hab High Heels. Barfuß. Okay, alles klar. Alles klar. So, hier ist der Parcours. Wir müssen hier überall drüber steigen. Die dürfen wir alle nicht berühren. Und müssen da große Schritte drüber machen. Dann unter den Tisch herklettern. Und ab hier heißt es nur das Papier berühren. So.
Und hier hinten, das ist noch eine etwas rutschige Angelegenheit über eine Decke. Und hier drückt man auf den Knopf, dann hat man es geschafft. Okay, 3, 2, 1, Start! Oh, sorry. Oh, sorry. Drüber oder drunter? Runter! Und so. 1, 2, 3, 4, 5. Drüber oder drunter? Drauf, dann zu, dann zu. So? 12 Sekunden 74. War das richtig, Kathi? Ja, Claudia hatte 12 Sekunden. Ich darf auf Turnschuhen laufen, auf Sneakern. Mhm. Und das so anzeigt. 3, 2, 1, Start! Sehr gut! Hey, hey, hey! Ja, also. So. 9 Sekunden! So, Danja, ich glaube, jetzt könnte es gefährlich werden. Pass schön auf mit so einem Helm. Fliegt gleich hin, aber egal. Für euch tue ich das. Okay. In 3, 2, 1, go! Ah! Neun Sekunden! Wow! Ah, yeah, also damit war ich so schnell wie Kathi, ne? Oder? Nicht schlecht. Du bist auch High Heels genauso schnell wie ich auf Sporten. Das hat auch eigentlich echt ganz gut funktioniert. Dann gucken wir mal, wer jetzt wirklich gewonnen hat, weil wir werden ja wahrscheinlich nicht die gleichen Millisekunden haben. Hast du einen Screenshot gemacht? 9,45 hattest du. 9,45? Katja hatte 9,81! Damit habe ich das gewonnen! Ich habe auch High Heels diesen Parcours gewonnen. Großartig, Leute, großartig. Also, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glöckchen aktivieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!